zunehmende Trockenheit, der Borkenkäfer, Sturm, aber auch Waldbrände machen der Forstwirtschaft immer mehr zu schaffen. Mit einer speziell entwickelten Pflanzmaschine für das ferngesteuerte Raupenfahrzeug Moritz zeigt die Firma Pfanzelt eine interessante Möglichkeit zur naturnahen Aufforstung solcher Flächen. Wir haben uns dieses spannende Verfahren für euch in der Praxis angesehen. Wir sind heute mit dem Moritz unterwegs. Zwei Anbaugeräte haben wir dabei. Wir wollen heute zeigen, wie naturnahes Aufforsten bzw. naturnaher Waldumbau funktionieren kann. Wir werden dafür zuerst mit der Forstfräse Max den Bestand hier vorbereiten und danach mit der Pflanzmaschine das Ganze bepflanzen. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier auf einer gut 3 Hektar großen eingezäunten Fläche. Hier hat man vor 7-8 Jahren einen Zaun errichtet, weil man gesagt hat, okay, wir wollen mal schauen, ob wir irgendwie in diesen Fichtenbestand Naturverjüngung reinbringen. Teilweise hat das richtig gut funktioniert. Hier ist einiges an Buchen aufgelaufen. In manchen Bereichen ist allerdings auch sehr stark die Brombeere durchgekommen. Und diese Bereiche, die teilweise auch schon mit ein paar Käferbäumen ausgelichtet sind, die wollen wir heute neu aufforsten. Wir setzen auf Mischwald, wir setzen auf Stieleiche, Traubeneiche und auch einen Nadelbaum, die Douglasie. Und das wollen wir heute naturnah durchführen. Zunächst bereitet Pfanzelt-Mitarbeiter Micha Scheu die Fläche für die Aufforstung vor. Das ist notwendig, weil der Boden teilweise stark mit Brombeer- und Holunderstauden bedeckt ist. Mit dem Moritz und der Forstfräse Max legen wir alle 2 Meter einen Pflanzstreifen an. Peter Voderholzer erklärt uns den Hintergrund dieser Einteilung. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir wollen naturnah arbeiten, wir wollen angepasst an die Fläche arbeiten, aber ein bisschen System müssen wir trotzdem reinbringen. Deswegen haben wir hier diese Vermessungsstäbe abgesteckt. Die stecken jetzt in dem Fall hier in einem Abstand von 2 Meter. 2 Meter hat auch einen Grund. Wir wollen das Ganze schon beim Pflanzen so vorbereiten, dass wir das nachher effizient, schnell und einfach pflegen können. Da kommt auch wieder der Moritz ins Spiel, auch wieder die Forstfräse Max. Und bei dem 2 Meter Pflanzabstand kann ich nachher optimal zwischendurch fahren. Ich kann schnell durchfahren, ich brauche nicht beim Freischneider mit der Hand arbeiten, sondern ich arbeite einfach nur in den Bereichen quasi zwischen der Pflanze. Der Pflanzstreifen hier ist ja jetzt 1,20 Meter breit. Für die Pflanze selber bräuchten wir eigentlich nicht so viel Platz. Allerdings müssen wir natürlich das Begleitgewächs außenrum erstmal ein bisschen niederhalten. Im nächsten Jahr, wenn wir dann auf der Zwischenspur fahren, dann nehmen wir quasi den Rest, der jetzt zwischen den Pflanzreihen noch stehen geblieben ist, noch mit weg. Die Maßnahme wird naturnah durchgeführt. Das bedeutet, dass wir die Vegetation nicht wahllos platt machen, sondern gezielt zwischen den Bäumen und der bestehenden Naturverjüngung arbeiten. Mit seinem wendigen Raupenfahrwerk und einer Außenbreite von gerade mal 1,20 Meter ist der Moritz die ideale Maschine dafür. Die Forstfräse Max wurde speziell für den Einsatz an der ferngesteuerten Raupe entwickelt. Micha stellt uns das Anbaugerät näher vor. Wir haben uns heute bei dem Einsatz hier für die Forstfräse Max als Anbaugerät an den Moritz entschieden und ich zeige euch den Max mal schnell. Der Max hat die Besonderheit, dass wir hier V-förmig auf dem Rotor die hartmetallbeschichteten Meißel drauf haben und die Meißel können, man sieht es vielleicht hier, wenn man das ein bisschen frei macht, in 3 Phasen abgefahren werden. Das heißt, wenn ich irgendwann einen Verschleiß habe oder mal eine schadhafte Stelle habe auf einem Meißel, kann ich den Meißel nehmen, ein Stück rausziehen, drehen und wieder einführen und habe somit wieder eine scharfe Kante nach oben. Mit verbaut ist auch die Klappe mit der Gegenschneide. Von der Fahrweise wäre es so, wir fahren mit geöffneter Klappe oder mit teilweise geöffneter Klappe übers Gut drüber, schließen dann die Klappe und ziehen sie noch einmal mit der Gegenschneide ab. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Ergebnis und können auf dieses Ergebnis pflanzen. Der Max läuft seitlich auf den Kufen, das heißt, er ist hier irgendwo von der Tiefe her geführt. Er wird auch getragen, gefahren, also nicht in der Schwimmstellung, sondern getragen. Und ich kann hier mit dem hydraulischen Oberlenker, den ich am Moritz verbaut habe, mit dem Ganzen noch ein bisschen spielen. Das heißt, ich kann noch etwas tiefer eingehen in den Boden, je nachdem, wie ich das Ganze dann haben möchte. Die ganzen Funktionen sind kein Problem für den Moritz, denn wir haben bis zu 5 Steuergeräte. Und somit haben wir wirklich hydraulische Klappe, Seitenverstellung, Niederhalter, hydraulische Oberlenker. Wir können alles mit separaten Steuergeräten fahren. Auch der Max
wird natürlich, wie alle Anbaugeräte beim Moritz, über die Zapfwelle angetrieben. Das ist eine Motorzapfwelle, somit haben wir den optimalen Wirkungsgrad und die größte Kraftentfaltung auf das Arbeitsgerät, gerade wenn man dann mal einen Stock auch wegmachen möchte oder wenn es mal ein bisschen härter zur Sache geht. Micha nimmt die Akkusäge heraus, um einen kleinen abgestorbenen Baum zu fällen. Die Fräse zerkleinert den Aufwuchs, vermischt ihn mit Humus und arbeitet das Material gleichmäßig in die oberste Bodenschicht ein. Aus der Vogelperspektive erkennt man gut die angelegten Pflanzstreifen. Auf weniger verwucherten Flächen kann auf diese Maßnahme verzichtet werden. Wir trennen Max und Moritz und bauen jetzt die Pflanzmaschine an, die noch im LKW steht. Die Dreipunkthydraulik erlaubt einen einfachen Gerätewechsel. Micha fährt die Kombination nach draußen und verbindet über einem Faster-Schnellkuppler die Leistungshydraulik, die das große Fräsrad mit Öl versorgt. Alle anderen Funktionen werden von der Arbeitshydraulik angetrieben. Jetzt können wir das Magazin mit Containerpflanzen bestücken. Bevor es losgeht, starten Micha und Peter einen Probelauf, um alle Einstellungen zu kontrollieren und gegebenenfalls noch letzte Anpassungen vorzunehmen. Der Plantomat ist eine Eigenentwicklung der Firma Pfanzelt. Das rotierende Fräsrad lockert zunächst die Oberfläche und schiebt die Humusschicht zur Seite. Danach wird die Pflanze direkt in den freigelegten Mineralboden gesetzt und angedrückt. Micha erklärt uns die Funktionsweise der Maschine. Die ersten Bilder aus dem Einsatz haben wir schon gesehen vom Plantomat. Aber wie funktioniert er? Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wir haben hier oben ein Rondell mit den Pflanzen. 54 Pflanzen insgesamt. Wir haben hier in der Mitte einen Pflanzspaten, wir haben Paddel und wir haben eine Fräswalze. Vom Ablauf ist es so, wir fahren die Fräswalze in den Boden. Die Fräswalze nimmt die Humusschicht beiseite, Humusschicht oder auch Rückstände, was sein könne, aus von Ästen und sonstigem. Dann fährt der Pflanzspaten in den Boden, öffnet sich. Die Pflanze kommt vom Karussell oben rein, wird angedrückt, einmal durch den Stempel hier, zum anderen über die Paddel an der Seite. Das Ganze fährt wieder hoch und ich kann weiter zur nächsten Pflanze gehen. Das Ganze ist natürlich einstellbar, denn nicht alle Bedingungen sind gleich. Das heißt, ich kann mir hier einstellen, wie tief soll der Spaten allgemein rein, wie stark soll er andrücken, wie stark sollen die Paddel angedrückt werden. Wenn ich sage, wir fahren das Ganze in den Boden und fahren es dann auf die Seite, dann muss man das nicht jede Funktion einzeln machen, sondern wir machen das Ganze mit einem Knopfdruck. Das heißt, der Fahrer drückt einmal ein Go und die Maschine macht den Ablauf selbstständig. Natürlich ist nicht alles so schön eben, wie wir es hier in der Situation haben. Wir haben auch mal Hangneigungen und so weiter, wo man das Ganze ein bisschen anpassen muss. Das können wir zum einen über den hydraulischen Oberlenker machen, zum anderen über unser Hubwerk selber auch. Oder eben zum Schluss nochmal hier hinten über ein Rad, was die Tiefe führt für die Fräswalze. Natürlich kann man in das automatisierte Verfahren auch eingreifen. Wir haben irgendwann mal auch Widerstände im Boden, so wie jetzt hier. Der Anläufer noch von einem alten Stock oder sonstiges Material. Ich kann das Programm jederzeit unterbrechen, anhalten, weiterfahren an der Stelle. Wenn es mal dazu kommt, dass es sich doch mal irgendwas im Fräsrad verkeilen sollte, kann ich das Fräsrad auch natürlich hydraulisch rückwärts laufen lassen und somit jeden Störfaktor aus dem Fräsrad auch entfernen. Welche Pflanzen können wir pflanzen mit dem Plantomat? Prinzipiell alles, was Containerpflanzen sind, 4,5 mal 4,5. Es ist aber egal, ob es jetzt Nadelholz ist oder Laubholz.
Solange das Gehölz von der Größe her in den Plantomat passt, was die Höhe betrifft vom Pflanzspaten, ist alles gut. Auf einen Hektar setzen wir hier rund 5000 neue Bäume. Peter erklärt uns die Verteilung. Wir pflanzen hier in einem Reihenabstand von 2 Meter. Das haben wir absichtlich so gewählt, damit wir im nächsten Jahr dann in einem Zwischenbereich mit der Forstfräse Max die Pflege durchführen können. In der Reihe haben wir jetzt uns einen Raster von ungefähr 1 Meter überlegt. Das ist einfach, damit wir die Menge an Pflanzen in circa auf 1 Hektar bringen, die wir gern hätten. Wenn man sich vielleicht mal die Struktur hier anschaut oder das Gelände, das wir hier gesehen haben, dann sieht man, es ist so, dass wir oft die Pflanzreihen unterbrechen müssen, weil da zum Beispiel große Stöcke sind. Die machen wir absichtlich nicht weg, weil wir wollen ja naturnah arbeiten. Wir wollen nicht mit möglichst viel Kraft hier einen Acker schaffen. Genauso auch, wenn wir größere Naturverjüngungen haben, die schon aufgegangen ist, hier vor allem die Buche, dann haben wir auch unsere Pflanzreihen hier unterbrochen, dass wir hier einen richtig schönen Mischwald erzeugen können, zusammen auch mit den Fichten, die hier eh schon da sind, durch den Fichtenaltbestand. Die Containerpflanzen kommen von der Baumschule Priebe aus Niedersachsen. Sie sind zwar teurer als wurzelnackte Pflanzen, wachsen aber auch schneller und zuverlässiger an. Der längliche Ballen passt besonders gut in die Becher des Plantomat. Dessen spezielle Arbeitsweise schafft optimale Startbedingungen für die jungen Bäume. Die erste Eiche, die wir heute gesetzt haben, die wir hier sehen, das ist wirklich so ein Musterbeispiel, wie das Ganze eigentlich ablaufen soll. Unser Fräsrad, das in einem Plantomat verbaut ist und hier rüber fährt, schiebt erstmal diesen Bewuchs hier auf die Seite, diese Wurzeln, und legt den Mineralboden frei. Und man sieht es ja relativ schön, die Pflanze sitzt komplett im Mineralboden und den Humus obendrauf, den haben wir wirklich abgetragen. Somit hat die Pflanze die besten Voraussetzungen, um hier gut anzuwachsen. Die gesetzten Bäume werden mit farbigen Glasfaserstäben markiert, damit man sie auch bei der späteren Pflege auf Anhieb erkennt. Die Leistungsfähigkeit der Pflanzmaschine hängt von verschiedenen Faktoren ab, in erster Linie von der Vorbereitung der Fläche. Theoretisch wäre es auch möglich, dass man den Plantomat ohne die Fräse laufen lässt. Also wenn ich jetzt einen vorbereiteten Boden habe, eine vorbereitete Fläche, dann könnte ich auch wirklich nur den Pflanzspaten nacheinander setzen. Wenn wir aber das ganze Programm laufen lassen, also fräsen und pflanzen und andrücken am Schluss, dann haben wir ungefähr eine Zeit von knapp 25 Sekunden, die wir brauchen für einen Pflanzvorgang. Bis wir dann an den nächsten rangefahren sind, können wir auch den nächsten Pflanzvorgang so wieder starten. Wir denken, dass man ungefähr 100 Pflanzen in der Stunde schaffen kann, weil man natürlich auch zwischendurch noch Rangierfahrten hat. Wenn man diese 100 Pflanzen die Stunde schaffen möchte, dann braucht man allerdings für die Logistik teilweise zumindest eine zweite Person, die eben diese ganzen Pflanzen dann bringt, sodass man wirklich durcharbeiten kann. In den letzten Tagen war das Wetter sehr schlecht. Trotzdem ist der Einsatz heute problemlos möglich, weil der Moritz mit seinem breiten Raupenfahrwerk besonders bodenschonend arbeitet. In Zeiten, wo so viel geregnet hat, ist ja in Forstwirtschaft normal immer eine Pause einzulegen, weil die großen, schweren Maschinen sonst einfach den Boden schädigen. Ein Vorteil des Moritz, ich habe keinen großen Bodendruck, ich kann auch in solchen Zeiten flexibel meine Maschine einsetzen. Verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, die in den letzten Jahren durchgeführt worden sind von unterschiedlichen Instituten oder auch von Staatsforsten, haben auch bisher keine nennenswerten Bodenschädigungen, Bodenverdichtung durch den Moritz nachweisen können. Wir haben unsere Maßnahme abgeschlossen, 250 Bäume eingepflanzt und diese Lichtung schön wieder aufgeforstet. Wenn wir hier sehen, 2 Naturverjüngungsbäume und danach kommt unsere Pflanzung, so stellen wir uns naturnahes Aufforsten vor. Der Moritz ist bestimmt nicht die Maschine, die hier tausende Hektar auf großen Flächen am Acker anpflanzt. Der Moritz ist aber die Lösung, um bei den Kalamitäten, die uns heute beschäftigen und bei der Personalsituation im Forst, ein starker Helfer für den naturnahen Waldumbau zu sein. Liebe Zuschauer, was haltet ihr von diesem spannenden Verfahren? Ist das die Zukunft einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Weitere Videos zu den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Forstraupe Moritz findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.